Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jänner ist der Till, den kennt man ja schon mittlerweile von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog. Und ich bin der Sagi und wir präsentieren euch heute wieder Angeberwissen, das ihr raus in die Welt transportieren könnt. Und heute geht es um den 16. November. Krass. Heute am 16. Heute. November. Ja, hat auch jemand Geburtstag, was jemand berühmt ist, aber ich weiß nicht wer, das musst du mir sagen. Also berühmt ist immer relativ, aber Britta Steffen. Er ist eine Schwimmerin. Das weißt du? Ja, das ist eine Schwimmerin. Hat die irgendwas was Tolles gewonnen? Och, die hat mehr. Ist zweifache Olympiasiegerin zum Beispiel. Ach so, ja, das ist ganz gut, ne? Also scheint gut zu sein. Schwimmen kann sie. Ja, ja, Britta Steffen, stimmt. Das ist die mit dem Kreuz, aber das haben sie alle. Ey, Schwimmerinnen sehen alle. Ich hab mal Kirstin Otto, kennst du die? Nee. Kirstin Otto ist eine ehemalige DDR-Schwimmerin. Die ist ja irgendwie. Das waren ja sowieso Tiere, oder? Ja, ja, die ist beim Fernsehen dann irgendwann gelandet, hat diese, glaube ich, bei der ZDF-Reportage oder keine Ahnung, Heute-Journal hat sie, glaube ich, irgendwie dann diese Sportteil dann immer gemacht. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, ich war dann mal in der Pizzeria und dann ist sie da reingekommen. Ich habe sie natürlich sofort erkannt. Habe gesagt, Mensch! Kirstin! Und sie hat mich nicht beachtet. Aber, so, aber was ich gesehen habe, war, die hatte so ein. Also, die war natürlich saugroß. Yeah. Ich bin ja nur 1,22 Meter und die ist dann irgendwie 4,08 Meter gewesen, gefühlte. Und hatte so ein breites Kreuz, war natürlich total schlank, aber so ein Kreuz gehabt. Ich dachte, ach du Scheiße, das merkst du gar nicht so im Fernsehen, ne? Nee, aber dafür haben die, glaube ich, Weitwinkelobjektive erfunden. Ja, ja, genau. Für die Schwimmerinnen. Extra für Schwimmübertragung, ne? Ja. Haben sie Weitwinkelobjektive erfunden, weil vorher gingen ja die Schwimmer gar nicht alle drauf. Die gingen nicht drauf. Ja, das war der Grund, genau. Ja, ganz viel Angeberwissen heute hier. Am 16. November 2000 absolvierte in den USA der Hochgeschwindigkeitszug, ja, Acela. Das ist ein ganz berühmter Zug. Ja. Seine erste Fahrt auf der Strecke von Washington nach Boston erreicht der Zug 240 Stundenkilometer. Boah, jetzt guckst du auf Blade. Jo. Das ist ganz okay. Das ist ganz okay. Ich glaube, der ICE ist schneller mittlerweile. Das war aber 2000. Ah, ja, ja. Das ist schon ein paar Jährchen her. Ja, und das war am 16. November. Okay, krass. Ich würde sagen, jetzt hast du noch bestimmt einen Fakt, oder? Ich habe noch einen Fakt. Wenn ja. Du das sagst. Bist du eingeschlafen, oder? Manchmal. Also ich finde, du solltest viel toleranter sein. Warum? Weil heute der internationale Tag der Toleranz ist. Ach so, heute ist international. Also das heißt also, dass ich auch so Menschen mit rötlichen Haaren und Brille irgendwie akzeptieren sollte. Du willst doch jetzt nicht sagen, dass ich rötliche Haare habe. Du hast doch ein bisschen rötliche Haare, oder? Vielleicht am Bart, so ein Hauch. Ach komm, so ein bisschen schon. Das ist so ein bisschen wie so ein bisschen der Boris Becker früher. Kennst du? Kenn ich. Ja, der hat auch so ein bisschen rötliche Haare gehabt, so wie du, würde ich sagen. Ach komm. Nee, aber sei mal toleranter jetzt. Was bist du denn sonst? Bist du blond? Ich bin blond. Natürlich bin ich blond. Scheißdreck, bist du blond. Ich bin total blond. Guck wenn mal, du blond bist. Ich bin. Schau mal, wie blond ich bin. Wenn du blond bist, dann bin ich aber total schwarz. Ja, sowieso. Aber nee. Schau mal, ich hier blond. Du hast rot drin. Ja, hier habe ich rot drin. Da bin ich. Du hast gleich richtig rot da. Ja. Am 16. November 1995, da war auch Putsch bei der SPD. Was? Putsch bei der SPD? Das war das erste Mal, dass ein amtierender Parteivorsitzender abgewählt worden ist. Der Lafontaine hat sich zur Kampfabstimmung gestellt gegen Rudolf Scharping damals und hat zack gewonnen. Ja. Gegen Rudolf Scharping? Gegen Rudolf Scharping. Ja, der hat das nicht mitgekriegt. Rudolf Scharping war doch glaube ich, dieser langsam. Der hat das nicht mitgekriegt. Ah, das war auch der im Fahrrad auf die Fresse gefallen ist. Ja. Weil das Fahrrad ist zu schnell und hat zu langsam gelenkt. Das ist mir aber auch schon mal passiert. Zu langsam gelenkt? Eigentlich habe ich gar nicht gelenkt. Das war Silvester. Ich glaube, das war mein erstes betrunkenes Silvester. Und ich kam dann auf die glorreiche Idee, ich müsse ein Fahrrad klauen. Was schon mal per se nicht in Ordnung ist. Nein. Aber, normalerweise strafbar. Ja, aber ich bin auch nicht weit gekommen, weil ich bin quasi gefahren und bin direkt gegen die Hausmauer gefahren, weil ich nicht in der Lage war zu lenken. Das Dumme war, ich war auch nicht in der Lage, die Füße wieder von den Pedalen zu nehmen, was quasi langsam. Hieß, ich bin langsam einfach umgekippt. Ja, und das Fahrrad? Hast du wieder zurückgebracht? Weiß ich nicht mehr. Dafür kann man dich jetzt im Nachgang noch irgendwie dafür belangen? Nee, so weit war das Fahrrad nicht weg. Also. Ja, wie? Wenn der Besitzer es nicht gefunden hat, hat er es ja heute noch nicht. Also wenn er es nicht gefunden hat, wenn er nicht 2 Meter weitergeht. Ach so. Oh, wo ist mein Fahrrad? Aber das Fahrrad war da kaputt. Hinten ist ein ähnliches Fahrrad, aber ist das mein? Das kann nicht mein Fahrrad sein. Aber war das denn kaputt? Nein.
Ich war einfach nur doof. Und du hast es da einfach liegen lassen, bist weitergegangen? Wahrscheinlich. Du bist so ein Schwein, ehrlich. Das gibt's gar nicht. Wann war das? 2000 und? Nee, dein erstes Besoffenes, das war ja, ach komm. Dein erstes betrunkenes Silvester bei mir war, glaube ich, 1900. Boah. Aber das war schon 93, würde ich sagen. Da hat man draußen noch den Dinosaurier angebunden. Ja, genau. Also du das Fahrrad dann halt. Ja, das war wieder Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Wir sehen uns morgen wieder. Und da sage ich bis dahin, Cheerio, Miss Sophie. Ciao.